So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Yo, mit drei Herzen, one. Yo, im letzten Mal haben wir uns auf den Weg gemacht zum Schloss. Wir haben uns den ganzen Marktplatz angeguckt. Wir haben alles angesehen. Nicht wundern, dass es hier so dunkel ist schon, weil ich musste von Kukiri ein bisschen wieder zurücklaufen, weil ich ja hier vorne gespeichert hatte und ich den Spielstand neu geladen habe. Deswegen, aber ich habe es noch geschafft, bevor eine bestimmte Sequenz triggert. Das habe ich zum Glück hingekommen. Und ja, wir sollen eh zum Schloss, habt ihr uns erzählt, also Marlon. Das machen wir jetzt eben auch einmal, würde ich sagen. Ach ja, wir treffen sie auch bald wieder, denn ich habe ja, wie gesagt, auch im letzten Part einen Fail gehabt, einen kleinen. Denn ich bin ja zur Mumu-Farm gegangen, auf jeden Fall, zur Lulon-Farm bin ich ja gegangen einmal. Und dadurch, naja, da war ich ein bisschen zu früh, sagen wir mal so. Und da müssen wir nochmal hin bald. Aber erstmal muss ich jetzt irgendwie vorbeikommen, ohne dass sie mich sehen. So, was willst du, Navi? Stress oder was? Das Mädchen von der Farm wollte, dass wir ihren Vater suchen. Wo er wohl sein mag. Hallo Kamera, ärger mich nicht. Gut. Ach ja, heute ist der erste Part online gekommen. Wir haben heute, heute ist dann 20. schon, wir haben nach 0 Uhr, aber heute kam der erste Part online. Heute kommt der zweite, heute kommt der zweite Part schon online. Aber er ist es online gekommen, sagen wir so. Und wie hat euch gefallen? Ja, ich möchte gerne wissen, wie euch gefallen hat. Ich habe mich, der erste Part, der hat noch nicht so viel Aussagekraft, würde ich sagen, weil, naja, so viel falsch kann man am Anfang noch nicht machen, sagen wir so, aber die Dungeons werden auch noch knifflig werden und die Bossfights vor allen Dingen. Bedenkt, der Anfang ist noch gar nicht so schwer, man kann es am Anfang locker schaffen, aber es wird noch tricky werden. So, es wird langsam hell, ne? Jo, das ist gut. Schön, dass ich es geschafft habe, ganz normal. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich das heute nicht zeigen kann, wie das passiert, was gleich passiert. Und da ist er schon. Hallo. Murmelkrummel. Milch frisch abliefern. Muss mich beeilen. So, wir regeln schon mal ein bisschen was vor hier. Wir schieben schon mal die Kiste ein bisschen hin. Denn wir können uns erinnern. Genau. Wow, da ist ein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft. Das wollte ich nämlich, dass ihr das mitbekommt. So, gehen wir weg da. Danke. Die Kiste hat mich weggeschoben. So, moin. Einmal hier. Was zum Teufel? Kann man denn nicht einmal für eine Sekunde die Augen zumachen? Ne, kann man nicht. Hallo, wer bist du? Also ich bin Talon, Besitzer der Lulon-Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um kurz frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir? Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Oh wei, das läuft nicht gut. Mein Gott, er läuft Amok. Vor allen Dingen, er kann locker da durchlaufen. Aber ich werde hier total zerstört, ey. Wenn die mich ja gesehen hätten, ich wäre... Gut, wir haben es einmal gesehen, letzten Part schon. Wenn man gesehen wird, wird man doch sehr unfreundlich rausgeworfen. Sagen wir so unfreundlich, nett gesagt. Wir wurden unfreundlich da rausgeworfen. Oder? Sagen wir so, ne? Aber was soll's. Mal gucken, was in diesem Part zu schaffen. Ich habe eigentlich vor, dass in diesem Part eigentlich bis zur Prinzessin Zelda auf jeden Fall kommen. Wenn wir bei den Schlosswachen, die gleich kommen werden, eine gute Figur machen. Das kommt auch da ein bisschen drauf an. Mal sehen. Was soll ich sonst erzählen? Was gibt's sonst Neues? Ich habe mir heute die Collector's Edition von Majora's Mask 3D vorbestellt. Also die normal, nur das Spiel. Denn die 3DS werde ich mir normal nur kaufen. Ich will nicht die Collector's Edition haben von dem Spiel. Denn ich will das Spiel als Retail-Version haben. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Hat geklappt, Amazon. Yeah! Es war schnell wer Griff hin, sag mal so. Ich hatte echt Glück. Zum Glück. Zum Glück. Ich habe es nicht den Tag vorher geschaut, da war es nicht vorhanden gerade. Und heute Nachmittag habe ich geguckt, so yeah, und habe ich gesehen, so ja, Mann, du bist jetzt vorbestellbar. Und ich habe vorbestellt. 55 Euro, hat sich gelohnt. Ja, da ist ein Steelbook bei, da ist ein Poster bei, da ist auch so eine Brosche dabei von Majora's Mask. Cool, ich freue mich auf jeden Fall drauf. In einem Monat kommt das ja schon raus, ne? Hm, werde ich es jetzt playen? Ja, ich hatte es ja schon mal let's played, ne? Hm, man weiß nicht, man weiß es doch nicht. Ich sag nicht so viel, aber ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken. Oh nein, nein, oh, 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 oh. Das ist mir noch nie passiert, ey. Scheiße. Oh, man. Verlieren wir da eigentlich Leben von? Nein, gut, okay. Ich habe echt gerade gedacht, so, wir verlieren da Leben von. Vor allen Dingen, ohne Scheiß, die sehen doch, dass die Kisten so gestapelt sind, dass wir ja da wieder reinklettern, ne? Hammer hohl, oder? Ein bisschen. Was soll's. Och, man. Ich dachte, wir fällen an einer anderen Stelle. Aber nicht... Oh. Gut, Paddy, du warst ein bisschen zu voreilig. Hey, stehen geblieben, Kleiner, im Namen des Königs. Ha, ich schmeiß dich wieder raus, damit du wieder reinlaufen kannst. Come on, Leute. Come on. Ist ja ein bisschen doof, ne? Wenn man hier in dem Spiel speichert, wird man als junger Link in Kukiri abgesetzt. Außer man speichert in einem Tempel.
Und das ist ein bisschen doof, weil ich habe ja vor im Marktplatz gespeichert, im Part davor, jetzt auch im letzten Part, habe ich am Marktplatz gespeichert und ich habe es vergessen, in dem Moment gerade, und habe mich daran gedacht, dass ich das Ei ja geholt hatte. Und da habe ich gedacht so, oh nein, oh nein, oh scheiße, wenn du jetzt den Spielstand lädst, dann wirst du Kokiri ausgesetzt und dann schaffst du es nicht, bis dieses Ei ausgebrütet ist, wieder hier zu sein. Aber ich habe es geschafft, zum Glück. Aber lass mich in Ruhe, ey. Lass mich in Ruhe. Übrigens, wenn er in der Nacht hier reingeht, steht vorne am Eingang schon eine Wache und ihr kommt ja gar nicht rein. Ich weiß nicht, was passiert. Okay, jetzt wollte ich gerade schon was spoilern, aber nee. Wir werden es mal ausprobieren bei Gelegenheit nochmal irgendwann später, was ich jetzt gerade erzählen wollte. Und jetzt würde ich gerne rüberkommen, ohne runterzufallen. Das wäre sehr nett. So, geschafft. Woohoo. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn die Stelle ist tricky hier. Hallo, hallo, siehst du Navi eigentlich? Siehst du Navi? Fliegt eine Fee rum. Oh, diese Stelle ist so scheiße. Ich will das nicht. Ich sag mal, ich komme jetzt vorbei. Vor allen Dingen, das Spiel ist gemein, ne? Wenn man hier fällt einmal, wird man gleich am Anfang rausgesetzt wieder. Hallo. So, jetzt kommt eine Stelle. Laufen da, okay. Irgendwie haben wir gerade eine gute Stelle erwischt, weil beide Wachen an der gleichen Stelle sind. Das haben wir noch nie gehabt. What the fuck? Normalerweise laufen die beiden getrennt, also dass der eine auf der einen Seite ist und der andere auf der hier. Aber heute ist ein guter Tag. Wir haben es geschafft gleich. Außer ich lasse mich jetzt hier nochmal erwischen. Hätte ich jetzt Bomben oder sowas, würde ich voll abschmeißen, ey. Ich habe eine Schleuder, ey. Hallo, ich will Schleuder benutzen. Okay, wir laufen vorbei. Haha, geschafft. Haha. Nach zwei Fails haben wir es geschafft. Huhu. Skiller. Oh mein Gott, wir sind da. Jetzt kann ich euch erstmal zwei Easter Eggs zeigen hier nochmal. So, erstmal die Schleuder. Okay, da sieht man die Röhre. Hallo, ich will ein bisschen besser sehen können. Da ist eine Röhre. Ha, kennt ihr die Röhren? Oh, oh. Oh, oh, oh. Warte, ich will. Geht das hier nicht mehr? Okay, es geht ja nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Normalerweise kam da ein Soldat und hat eine Bombe rausgeworfen. Okay, da ist er. Ja, hab ich schon gewundert. Hey, du, mach keinen Ärger. Er schmeißt aber eine Bombe raus hier. Eine Bombe! Ah, Schmerz. Okay, so soll ich eventuell in der Drei-Herzen-Challenge lassen. Okay, hallo Zelda. Ja, warum Zelda ist so klar? Wer soll sonst sein? Das ist wahrscheinlich Peter Maffei. Was? Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Das weiß ich nicht. Ich weiß es selbst auch nicht. Ich bin einmal hier gewesen. Oh, was ist das? Das ist... eine Fee! Dann kommst du aus dem Wald. Du hast nicht zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Ne, habe ich nicht. Der ist blau bei mir. Okay, der ist blau. Nun, hast du ihn dabei? Nee, ich glaube nicht. Das ist seltsam. Ich glaube eben, du wärst der Junge aus meinem Traum. Du hast ihn wirklich nicht? Sag mir mit ihm. Oh, komm schon. Okay, wie ich mir dachte. Scheiße, wir können nicht aufhören hier. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichtes diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlt in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und habe mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Und mach fast die Augen zu und kann richtig gucken. Wie lautet dein Name? Ja, ich bin Link. Hallo, ich bin Link. Ich fühle etwas. Link. Seltsam, er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Link. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, der seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst es doch nicht weitererzählen, doch werde ich. Oh, also das hätte ich nicht von dir gedacht. Ich bin voll das Arschloch, oder? Oh, komm, Leute. Ich wäre... Oh, das ist eigentlich die Legende. Och, Mann, wie das Spiel mich ärgert hier heute. Scheiße. Oh, kommt wieder die, das haben wir schon mal gehört. Das Triforce vereinigt die Kräfte der drei Göttinnen, die verbargen ist in einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr zu werden zu lassen, der es in Händen hält. Ein rechtschaffendes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschläge das Böse die Welt. Da errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Ich glaube, es ist auch die Kurzfassung dieses Mal. Oder? Jetzt mal, der Tekubama hat es ja ein bisschen ausführlicher erklärt. Deswegen sagt ja, wir kennen das bereits schon. Zum Teil auf jeden Fall. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich.
Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Das heißt, man braucht die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. So, hast du die Geschichte, die ich am Anfang vertraut habe, verstanden? Ja, besser ist es, wiederholst du die nochmal. Großartig, das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken, ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du dir anschauen? Ja, zeig mal her. Show me your moves. Falcon Punch. Ja gut, das passt aber so gar nicht, weiß, aber... Habe ich gerade mal Bock drauf gehabt. Siehst du den Mann dort, mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, der in der Wüste fern im Westen unseres Landes lebt. Jetzt mal eine dumme Frage, wenn man den Master Quest spielt, ist es ja gespiegelt. Da ist das ja nicht mehr im Westen, ist das denn hier der Osten? Mal ganz doof gefragt, habe ich jetzt... Ich kann mich da nicht dran erinnern, ich habe den Master Quest bis hier schon gespielt, mal. Aber ich weiß es nicht mehr, echt nicht. Egal. Er hatte meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. What? Der guckt. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich ihm meinen Vater von diesem Träumen. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Zweifels des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ja, okay. Okay, ich danke dir. Es hätte eh keinen Sinn, wenn ich Nein sagen würde. Es geht eh nicht weiter, denn ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in Besitz des Zweifels gelangt. Ich werde die Ocarina mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbleibenden heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Zweifels suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Da-da-da-da! Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. So, hast du irgendwas zu sagen? Wir reden nochmal. Hallo, ich will mit dir reden. Alter, red mit mir. Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss geleiten. Unterhalte dich ruhig mit ihr. Mein Gott, da steht jemand. Ich will nicht. Komm, ich steck dich ab, Alter. Na, komm her. Oh man, was will die von mir? Was will die von mir? Dum, dum. Ich bin Impa, Überlebende der Shika. Meine Aufgabe ist es, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu nennen, die du nie vergessen darfst. Dies ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In diesen Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. So, wir lernen unser erstes Lied jetzt. Präge dir Zeldas Wiegenlied ein. Man wird so epische Lieder in dem Spiel lernen. Oh man. Das seht ihr diesmal auf dem Touchscreen auch sogar. Das ist besser als auf der N64 damals. Ich hab's übrigens mit den Tasten gemacht, nicht mit dem Touchscreen. Dann muss ich mir den Pad drin hier den Stick rausholen müssen. Und erstmal einen normalen 3DS da oben. Und ich habe mich schon mal deswegen beschwert. Das ist übrigens das Lied, auch was im Hintergrund läuft die ganze Zeit. Unser erstes Lied von 12 Liedern, meine ich, sind das. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Oh yeah, dankeschön. Und wir sind wieder auf dem Hyrule-Feld. Ebene von Hyrule, genau, so wie hieß das. Auf der N64 hieß das Lilianische Steppe hier, ne? Das ist auch ein bisschen umbenannt worden. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der bedrohenden Apokalypse bewahren. Richte deine Augen auf den Berg dort. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goron. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen oder spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht.
Werde ich nicht, keine Angst. Da dam dam da 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 dam. So, was wollen wir jetzt machen? Jetzt gehen wir zur Lohnfarm noch einmal. Denn das haben wir ja im Part, letzten Part ja schon probiert. Jetzt sind Marlon und Talon auch da. Nicht so ein Fail wie letztes Mal. Hier werde ich ein Minispiel noch machen und ich glaube, das schaffen wir in dem Part sogar noch beides zu machen. Das heißt, dass wir im nächsten Part nach Kakariko gehen und die Stadt da mal anschauen werden. Aber ich wollte auf jeden Fall Rückwärtssalto machen. Nein, vielleicht nur ein bisschen weiter. Okay, jetzt wäre ich fast am Ausgang von der Lohnfarm vorbeigelaufen. Von der Mumu-Farm. Von der Mumu-Farm vor allen Dingen. Ich bin so fail, ey. Hallo, hier waren wir ja schon mal. So, das erste Minispiel ist hier vorne drin. Da können wir einen wichtigen Gegenstand bekommen. Den werden wir in dem Spiel auch brauchen. Auf jeden Fall. Auf irgendeinem dieser Challenge brauchen wir den. Was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner sind ja Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen Heckrümmchen-Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb eines bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine, mach's mit, yo. Du hast 30 Sekunden Zeit, jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie. So, der erste landet hier rechts gleich. Der braucht ganz einfach nur... Das müsste er hier sogar schon sein, ja? Nee, das ist er nicht. Auch nicht. Nein, wo ist er? Oh. Okay, Nummer 1. Du hast eins gewonnen, ich hab dich schon geklickt. Was zur Hölle? Hallo? Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wo sind die anderen beiden? Okay. Okay. Komm her. Alter, was zur Hölle? Okay. Alter, was geht? Alter. Okay, Nummer 2. Wieder 1. Es kommt noch eins drauf. Eins fehlt noch. Okay. Okay, wir verkacken es beim ersten Mal, glaube ich. Nein, zeitlos und wie schade. Die Superhühner sind genial. Es bringt dir sogar noch Geld ein. Kommt her, ihr süßen Scheiße. Wir haben uns verkackt, ey. Okay, willst du es nochmal versuchen? Ein junger Kerl wie du hat sicher einen Hummel im Hintern. Ja, komm schon. Du musst 3 Sekunden. Ja, ich weiß. 5 Rubine und los geht's. Wir sammeln erst jetzt die hinten ein. Ja, jetzt sehen wir es diesmal auch, wo die landen. So, hier ist Nummer 1. So, ja, komm. Nummer 2. Und das dritte müsste hier irgendwo rumgammeln. Wow, das ging schnell. Wow, unglaublich. Das ist ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Wow, das war echt schnell diesmal. Was ein Pate. Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest. Ja, auf jeden Fall. Haha, war doch nur ein Spaß. Okay, hier nimm die Flasche Lulu-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringeres Entgelt auffüllen lassen. Okay, du hast Milch erhalten. Diese Milch ist sehr gesund. Okay, verwende sie, um deine Energie aufzufrischen. Du erhältst 5 Herzen pro Schluck. Du kannst 2-mal davon trinken. Im Item-Menü kannst du platzieren, ich weiß. Das ist eine Sache, die mich überhaupt nicht interessiert. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle jetzt auch, denn ich weiß nicht ungefähr, wie lang der Part ist. Und im nächsten Part werden wir hier noch einmal zu Marlon gehen. Da haben wir auch noch ein kleines Gespräch. Und wir gucken uns den Rest der Farm noch mal ein bisschen an. Okay, bis zum nächsten Mal. Und ciao.